Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein, diese Bastarde müssen bezahlen. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Rodrik. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Was machst du? Boah, das passiert gerade. Hugo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly. Melly, du backst. Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Irgendwie hängt ja alles auch so mit, miteinander zusammen. Konntet ihr mich nicht vor dem warnen, Leute? Moment, die Ratten sind hier. Aber der Kerl hat so ein Dings, so ein Licht. Okay, ist das jetzt hier verbuggt oder ist das jetzt... Normalerweise funktioniert das doch mit dem Stein. Wir sind da. Die Kathedrale. Das ist die Hölle. Macht euch bereit. In die Hölle zu gehen oder was? Ah, wartet Leute, wartet. Ich habe hier noch Sachen zum Einsammeln. Hier sind aber keine Leute mehr, oder? Obwohl, wenn ich Sachen einsammle und so viele Sachen einsammle, haben wir irgendwie immer das Problem, dass wir einen riesen Aufwand vor uns haben. Ich will keine Sachen mehr einsammeln. Ich will einfach nur noch nach Hause. Inventartasche. Ich könnte die Tasche vergrößern. Die Wirkdauer verlängern. Beschleunigt die Munitionsherstellung. Da bin ich schon die ganze Zeit scharf drauf. Das sollte mir die Sache erleichtern. So. Da ist auch noch was. Ratten, geht mal ein Stückchen zur Seite, bitte. Da lag doch gerade noch was. Danke. Meine ich doch, da lag auch noch was. Oh, fuck. Okay. Da ist ein... Oh, da kommt noch einer. Da ist ein Feuer. Ich würde jetzt gerne erstmal was trinken, aber ich muss, glaube ich, jetzt erstmal überlegen, wie ich vorbeikomme. Also ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich das Feuer gelöscht kriege. So viel ist klar. Wo läuft der denn hier rum? Ist auch nicht gut. Okay, das Feuer kann ich von hier aus nicht löschen. Das ist schlecht. Das Problem wird sein, wenn ich einen angreife, kommen die wahrscheinlich alle auf mich zu. Einer hat keinen Helm an. Zwei haben Fackeln. Das ist ganz, ganz schlecht. Das heißt, ich muss auf jeden Fall irgendwie das Feuer löschen. Das Problem ist nur, dass der Bogenschütze mich dabei sehen wird. Jetzt kommt der eine gerade wieder zurück. Moment. Ich glaube, ich muss erstmal den linken kaputt machen. Kann das sein? Na toll.
Aber die Idee, glaube ich, ist gar nicht so schlecht, dass ich mit dem als erstes anfange. Weil dann hätten wir nämlich schon mal einen ausgeschaltet. Oh, rechts ist auch einer. Ich glaube, dass ich den sogar... jetzt ist der als erster. Ich bin gleichzeitig rum. Das ist ein bisschen doof. Nein, er hat sich nicht bewegt. Okay, also ich muss auf jeden Fall als erstes den linken ausschalten. Was? Okay, wo ist der Typ jetzt rechts hin? Ja, der steht jetzt so doof hier. Ja, los, geh wieder dahin. Los, los. Stellt er sich da nicht mal vernünftig hin? Och, das ist doch gemein. Mein Gott, ihr seid so dämlich, ehrlich. Was? Was war das? Ich werde angegriffen. Komm zurück. Ich bin dumm. Ich weiß, dass es von dort drüben kam. War eine rhetorische Frage, oder? Hallo? Seid ihr bescheuert? Na toll. Sie sind da. Die Kathedrale. Verdammt. Das ist die Hölle. Macht euch bereit. Ja, macht euch bereit, ist gut. Hat eben doch so wunderbar geklappt mit dem Typen nach links hier. Idioten, aber auch da vorne steht. Ich verstehe es nicht. Was? Was ist das? Wachen! Eindringlinge! Ja, vergiss das. Das war jetzt so nicht geplant, aber solange die nicht runterkommen, ist noch alles okay. Ich warte jetzt nur erstmal ab, bis die Alarmbereitschaft hier wieder weg ist. Oh mein Gott, so war das jetzt überhaupt nicht geplant, aber... Nein, ich muss mich nicht zeigen. Hier ist gar niemand. Du siehst mich nicht, Junge. Ich bin der Tod, aber du siehst mich nicht kommen. Gut gemacht.
Wenn die Ratten einfressen, fällt man vom hohen Rock, was? So, sehr schön. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas einsammeln kann. Ich meine, die Ratten sind ja mittlerweile unsere Freunde. Also guck mal hier mal so ein bisschen rum. Die sind zumindest so lange unsere Freunde, wie ich hier mit ihm an der Hand rumlaufen kann. Sagen wir es mal so. Da ist auch noch was. Habt ihr hier noch irgendetwas? So für mich? Ach, guck mal. Geh mal ein Stück zur Seite, bitte. Danke. Wo ich zugeben muss, ich traue dem Braten bzw. den Ratten noch nicht so ganz. Aber ich muss ja trotzdem hier durch. Also, mal weg hier. Ich glaube, die Ratten haben dich aufgefressen. So, okay. Halt, stopp. Da unten war noch was. Da. Wir sind da. Vitalis. Amicia, er hat etwas Böses vor. Ich kann es spüren. Sehr Böses? Was denn genau? Ist ganz egal, was er vorhat. Wir wollten ihm so oder so den Schädel einschlagen. Ja. Er fängt gleich an. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. So. Ich werde mal einfach alles so ein bisschen wieder aufstocken. Ich habe nämlich keine Ahnung, was uns jetzt hier erwartet. Oh oh. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid. Ich habe gehört, zwei Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihnen, sie sollen rauskommen, schnell. Alles klar. Nein, ich habe die Bogenschützen vergessen. So eine Scheiße. Sag mir bitte nicht, dass ich jetzt wieder alles von vorne machen muss. Nein. Gleich an. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Hatte ich die Sachen schon alle hergestellt? Die hatte ich schon alle hergestellt, okay. Kontrolliert die Ratten habe ich auch drin. Aber es ist trotzdem problematisch, wenn... Also die müssen erst die Bogenschützen angreifen, ansonsten geht das gar nicht. Oh, Scheiße. Hol die Ratten! Hugo! Jetzt! Oh, sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid! Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Ja. Sag ihnen, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Der Herr wird euch nicht. Hallo. Ach so, Scheiße. Wieso sagt mir das denn keiner? Gut, gehen wir hinein. Mein Gott, ich hab's gar nicht mitbekommen. Da lagen aber doch noch Sachen. Die wollte ich aufsammeln. Schöne Familie. Melly! Hilf mir! Es darf niemand herein! Beatrice! Mama! Mein Kind! Hugo! Amicia! Mutter! Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Er hat die Schwelle überschritten! Geht, ihr müsst hier raus! Ich will mal nicht so sein. Hugo,
Bist du bereit? Nein. Ja, sie sind hier. Ich auch nicht. Na dann los. Bleib dicht bei mir. Wir sind bei euch. Ja, ja, genau. Okay. Töte Vitalis, ja, wenn es weiter nichts ist. Kann ich vielleicht auch mal das nachgucken? Lasst sie gehen, Vitalis! Das ist eure letzte Chance! Nun dann! Hugo, deine Kräfte! Es geht mir gut, keine Sorge! Ja, er ist ein begabter Schüler. Zu schade. Du ein toter Lehrer. Wer ihn all sein Wissen gelehrt hat. Ruhe, zarter Greis! Wir sind hier, um dich zu erledigen und nicht um dein Gefasel zu hören. Aber seht euch doch an! Taumelt auf mich zu, wie verlorene Schäfchen auf ihren Hirten. Genug, Vitalis! Ihr seid allein! Geht uns unsere Mutter zurück, oder? Oder was? Ich muss den Träger noch einiges lehren. Und seine Freunde ebenso. Wie rührend. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Könnt ihr sie hören? Scheiße. Die Engel. Die Engel einer neuen Welt. Zurück! Das Licht, sie. Hast du gesehen? Los! Nein, ich hab's geahnt. Melly, bleib hier. Nein, ich helfe dir. Ich kann. Es ist unser Blut, Melly. Also gut. Vernichtet ihn. Was muss ich denn jetzt machen? Formiert euch neu. Vorrücken. Was zum... Er lässt sie sich neu formieren. Sie halten nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Dann mach es. Das ist unsere einzige Chance. Jetzt haben wir genug Ratten in einem Bereich. Okay, okay, okay. Moment. Ah! Ah, okay. Zu fassen. Ja, sehr gut, Hugo. Wir zeigen es ihm. Seht zu, Beatrice. Ihr werdet Zeuge, wie euer Geschlecht untergeht. Lasst sie in Ruhe. Sie sind doch Kinder. Falsch! Sie sind Überbleibsel einer alten Welt! Haltet ein! Nein! Wieso funktioniert das nicht mehr? Hallo? Hä? Wieso konnte ich die Ratten jetzt nicht formatieren? Erhebt euch und zermalmt sie! Was zum... Er lässt sie sich neu formieren. Sie halten nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann mach es auch endlich. Das ist unsere einzige Chance. Boah, Leute. Hallo. Nicht zu fassen. Ja, sehr gut, Hugo. Wir zeigen es ihm. Seht zu, Beatrice. Werdet Zeuge, wie euer Geschlecht untergeht. Lasst sie in Ruhe. Sie sind doch Kinder. Falsch. Sie sind Überbleibsel einer alten Welt. Haltet ein. Kann ich nicht irgendwie auf den schießen oder so? Ach, ich glaube, ich verstehe.
Zeit gekommen, um mich herauszufordern. Mich, Vitalis Benevo, den Träger der Prima Macula, gekrönt durch Blut. Das Blut meines Bruders, ihr seid nichts als ein Thronräuber. Sie hat recht, Vitalis. Ihr könnt die Macula nicht kontrollieren. Ihr unterschätzt die Kraft meines Glaubens. Seht euch doch an, Vitalis. Ihr habt eure Anhänger im Stich gelassen. Unschuldige Menschen abgeschlachtet. Die alte Welt muss sterben, damit die neue entstehen kann. Komm mal. Hallo. Das ist nicht dein Ernst, ne? Dass das jetzt wieder nicht hingekriegt. Oh. Sie spielt mit euch. Hört auf ihn. Die Macula ist in eurem Blut. Sie kann in eurem Herzen lesen. Die Welt, die ihr im Begriff seid zu erschaffen, ist voller Chaos. Gebt uns unsere Mutter wieder. Wir kommen, Mama. Komm, mach! Schön, Hugo. Wir müssen das schaffen. Wir müssen das letzte Feuer löschen. Komm schon. Finger weg. Wir werden dich da rausholen. Wir kümmern uns drum. Hugo, du fühlst es doch auch. Aber du hast Angst. Wahre Macht. Die Gabe des Selbst. Ich bin die Einheit! Ich bin das Blut allen Blutes, das alle und jeden verbindet! Nein! Komm zurück! Bleib bei Hugo! Wertet wieder ein! Ja, nicht so rumstehen! Hallo, was soll ich denn tun? Geht es doch! Und meine
Männer sollen sich bis zum Firmament erheben. Kehrt zurück, meine Schäfchen. Kehrt zurück zu eurem Meister. Nein! Ach, scheiße. Nein! Nein, das ist unmöglich! Dafür werdet ihr bezahlen! Kommt zu mir! Werd das erste Blut! Mit Gewissheit und Frieden! Sie werden dich finden! Er ist euch! Meine Engel! Ich weiß, dass ihr jetzt hungrig seid! Und bald werdet ihr schmausen! Keine Ratten! Er hat keine Ratten! Boah, wieso drücke ich jetzt immer aufs Falsche? Ihr wart echt! Das ist eure letzte Schandtat. Ich habe mein Fleisch geopfert. Du schon. Jetzt musst du es schaffen, Mamika. Wir werden alles vereint. Ihr könnt nicht. Okay, erster Schlag. Was kultiviert wurde. Der Boden. Zurück! Das gehört uns nicht länger. Dann noch ein Schlag. Dann noch ein Bogen. Ist es nicht dein Geist? Erhebt euch! Noch ein Schlag! Sie gehören euch! Euch allein! Da war noch was. Meine Engel! Schutzlos, Amicia! Komm schon, komm schon! Wenn ihr wüsstet, wie viele Versuche ich jetzt gebraucht habe. Leck mich. Hugo! Beruhige dich. Es ist vorbei. Der sieht hier wieder ganz normal aus. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, ihr wollt nicht wissen, wie viele Versuche ich dafür gebraucht habe. Ich habe mich jetzt heute dran gesetzt, wollte unbedingt das Ende durchhaben und habe bestimmt anderthalb, vielleicht sogar zwei Stunden nur an dieser letzten Scheißszene gesessen. Ich wusste nach einer Weile, wie ich das machen musste, habe auch so einen Trick gefunden, dass ich halt immer ganz außen anfangen musste, aber ich bin immer entweder so dämlich gewesen, beim wirklich allerletzten Schlag in die Ratten reinzulaufen, oder ich hatte keinen Platz mehr, um wirklich diesen allerletzten Schlag noch auszuweichen. Oh, das ist so eine Erleichterung jetzt. Oh mein Gott. Also, ich kann wirklich nur jeden dieses Spiel empfehlen, der es gerne mal selber spielen möchte. Es ist absolut geil. Es waren zwar ein, zwei Szenen zugegebenermaßen, wo ich ein bisschen sauer geworden bin, weil irgendwie das nicht so ganz funktioniert hat. Beispielsweise die Szene, wo der Hugo mit seiner Mutter da rumgelaufen ist und er sollte eigentlich die Ratten beherrschen. Und jedes Mal hat er das nicht auf die Reihe bekommen, die Ratten so lange zu beherrschen, bis ich wirklich im nächsten Licht war.
Da habe ich auch ein paar Versuche für gebraucht. Das habe ich euch, wenn ich dran gedacht habe, jetzt ein bisschen zusammengeschnitten, damit ihr jetzt nicht eine halbe Stunde gucken müsst, sondern ja, das Anfang, den Anfang sieht und das Endergebnis, sage ich mal, wie es halt jeder YouTuber so macht. Ne? Also wenn man 20 Versuche, sage ich jetzt mal beispielsweise, hat, ist es nun mal so, dass man nicht alle 20 Versuche zeigt, weil das wäre auf die Dauer echt langweilig. Genauso wie es ja für denjenigen ätzend ist.